Herzlich willkommen zu der Sitzung aus dem Landrat von dieser Woche. Wir fangen gerade an mit einem kleinen Paukenschlag, würde ich sagen. Bei mir ist der Peter Riebli. Peter, wir haben gerade mit einer Fraktionserklärung angefangen. Was ist es gegangen? Ja, es ist darum gegangen, dass an und für sich das Landratspräsidium, die Landratspräsidentin, der Landratspräsident politisch neutral müssen sein. Das heisst, sie vertreten den Landrat und nicht ihre eigene Meinung. Und wir müssen feststellen, dass die jetzige Landratspräsidentin Leserbriefe schreibt und unterschreibt mit Landratspräsidentin, wo sie sich gegen Vermögenssteuerreform aussprechen. Wenn sie sich schon öffentlich aussprechen will, dann müsste sie die Landratsmeinung vertreten. Und im Landrat ist die Vermögenssteuerreform grossmehrheitlich angenommen worden. Und die Aufgabe von der Landratspräsidentin ist, den Landrat zu vertreten, die Landratsmeinung zu vertreten und nicht die persönliche. Das hat in den letzten 20 Jahren hervorragend funktioniert. Und wir wollen einfach unterbinden, dass die Unsitte, dass das Landratspräsidium die eigene politische Meinung ins Tagesgeschäft einbringt, unterbunden wird. Jetzt ist das geschriebene Wort aber eben geschrieben und fast in Stein gemeißelt. Wie kriegt man denn so etwas wieder weg? Was habt ihr jetzt etwas verlangt von der Landratspräsidentin? Oder wie schlägst du vor? Wie geht man mit dem um? Also nein, wir haben nichts verlangt, weil du hast es gesagt, das ist geschrieben, das ist publiziert, das ist gelesen, das ist in der Archiv, das bringst du nicht mehr weg. Es geht uns auch nicht darum, dass wir jetzt irgendwie, weil sie da negativ zur Vermögenssteuerreform eingestellt ist, dass wir das korrigieren wollen, das ist ihre persönliche Meinung. Es geht einfach darum, dass so ein Fall nicht mehr vorkommt. Das Landratspräsidium hat den Kanton, hat das Parlament vertreten und nicht die eigene Meinung. Alle Landratspräsidenten, also die Landratspräsidentin in der Vergangenheit, haben das konsequent durchgeführt und man will dann einfach unterbinden, als die Unsitte jetzt aber um sich greift und sich die Landratspräsidien in das partipolitische Tagesgeschäft einmischen. Das ist nicht die Aufgabe des Landratspräsidiums. Ein weiteres Novum, wo wir jetzt darauf eingehen, bei mir ist der Balz Stückelberger. Balz, erzähl mal, was ist bei euch Sache? Ja, es ist eine kleine Premiere. Die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission, wenn ich Präsident sein darf, hat heute eine dringliche Kommissionsmotion eingereicht. Das hat es meines Erachtens noch nie gegeben, dass eine Kommission so etwas macht. Und dann ist schon dringlich. Und das haben wir heute gemacht. Und das ist jetzt gerade so eben vor ein paar Minuten auch einstimmig. Ist auch die Dringlichkeit vom Landrat bejaht worden. Um was ist es überhaupt gegangen? Ja, es geht um etwas Dringliches. Wegen dem ist es auch dringlich. Haha. Ist aber eigentlich gar nicht so zum Lachen. Es geht um Rettungsfristen im Einsatzfristen im Rettungswesen. Also es geht um die Frage, wie schnell Krankenhäuser sollen bei den Leuten sein. Da haben wir im Baselbiet ein Problem, haben wir festgestellt. Vor allem im oberen Baselbiet und im Laufental werden die Fristen nicht eingehalten. Und dann müssen wir jetzt dringend etwas machen. Jetzt interessiert mich aber noch etwas dazu. Ist das nicht sowieso ein Thema, das auch bis zum zuständigen Departement gelangt ist? Das kriegt die Regierung auch mit. Braucht es dann nochmal einen Anschupfen? Selbstverständlich. Und wir haben das ja auch mit der Regierung abgesprochen. Die Regierung ist dran, die Regierung weiss auch, respektive die Verwaltung weiss, dass es Probleme gibt in den abgelegenen Gebieten. Die Zahlen sind da. Es gibt Arbeitsgruppen, es gibt Massnahmen. Man weiss, dass es auch sehr kompliziert ist und komplex ist. Es hat mit Geld zu tun, es hat mit Personen zu tun. Mit Fachkräftemangel hat es auch zu tun. Aber was wir jetzt einfach gesagt haben, ist, dass wir Druck machen möchten, dass man wirklich auch sehr schnelle Lösung sucht, um wirklich auch die Einsatzzeiten zu verkürzen. Wir sind aber uns auch bewusst, dass damit das Problem vom Rettungsdienst im Baselbiet nicht gelöst wird sein. Da braucht es dann noch weitere Anstrengungen von der Regierung und von der Verwaltung und natürlich auch vom Parlament. Und unser letztes Thema heute ist ein Thema, das wir schon mal hatten. Bei mir ist Marco Agostini. Und zwar geht es um die Polizeifachstelle gegen Tierquälerei. Zuallererst, mein Anliegen heute ist einmal, um ein bisschen aufzuzeigen, wie man eigentlich so einen Weg geht im Parlament. Du hast das Thema eingereicht als Motion. Jetzt musst du vielleicht noch mal probieren, kurz zu definieren, was ist das Thema genau? Das Thema ist, Tierquälerei zu fahnden. Wir haben ein Veterinäramt, das sich ein Stück weit darum kümmert, und wir haben eine Staatsanwaltschaft, die auch eine Stelle hat, die sich darum kümmert. Dazwischen fehlt es aber bei der Polizei. Oder? Und ich habe mich im Vorfeld informiert, sei es bei der Staatsanwalt wie beim Veterinärwesen, jawohl, es fehlt, und zwar nicht schlecht, wenn wir dort Fachleute hätten. Und die Polizei selber hat das mir auch persönlich mal bestätigt. Und weil mir ja das Tierwohl wichtig ist und ich bin immer ein Tierschützer war, bin ich dieser Sache nachgegangen, habe eine Motion eingereicht und möchte eigentlich, dass man so eine Fachstelle einführt.
Jetzt gehen wir also weiter. Nach der Motion kommt das Postulat. Du bist jetzt aber zuerst ein bisschen Lobby machen und hast dich ein bisschen abgesichert. Wie ist jetzt der Plan? Also wie tut man das umwandeln und was hat das nachher für einen positiven Output denn für dich? Ja, man muss ja immer schauen, dass man seine eigenen Vorlagen kann möglichst durchbringen kann. Eine Motion ist immer sehr schwierig, weil das ist dann gerade Handlungsbedarf der Regierung. Man muss eine Gesetzesänderung machen. Und ich habe gemerkt, weil ich mit den anderen Fraktionen geredet habe, dass sie teilweise oder ziemlich sicher ein Postulat würden überweisen, aber eine Motion eher nicht. Und das heisst für mich, ich werde ziemlich sicher nachher, und das kommt jetzt gleich gerade im Landrat, in ein Postulat umwandeln, damit es auch wirklich geprüft und berichtet wird und vielleicht dann auch die Fachstelle kommt. Jetzt ist das also zuerst als Motion reingekommen. Wie ist denn der Weg jetzt weiter, wenn du das umwandelst? Du hast das allererst ein bisschen absichern, dass das dann funktioniert. Ja, genau. Eine Motion ist natürlich immer sehr einschneidend und ist verpflichtend für die Regierung, dass sie etwas machen muss, eine Gesetzesänderung oder eine Fachstelle auch sofort einzuführen, ohne Wenn und Aber. Und da sind natürlich nicht alle Fraktionen glücklich darüber. Ich habe mit ihnen geredet im Vorfeld und die meisten, oder so wie es getönt hat, fast alle unterstützen es als Postulat, dass die Regierung das auch kann prüfen zuerst und schauen, wie kann die Fachstelle aussehen, braucht es wirklich eine oder braucht es keine. Und ich bin jetzt auch bereit gewesen, das zu umwandeln. Und da haben jetzt auch die meisten zugesagt, es ist durchgekommen, es wird also als Postulat an die Regierung überwiesen.